Jetzt natürlich schwer für die nächste Rednerin, aber bitte genauso viel Applaus für Katja Picking von der Linken. Katja Picking. Spricht für sich und nicht für die Linke, weil in der Linken das Grundeinkommen im Moment noch diskutiert wird. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Grundeinkommens, die Idee des Grundeinkommens ist was ganz Ungeheuerliches und genau darin liegt seine Stärke. Die Vorstellung, dass man ohne eine Gegenleistung liefern zu müssen, sicher, sagen wir mal, eine Summe über 1000 Euro bekommt, die schockiert viele. Und ich glaube, genau dieser Kulturschock ist das, was die Gesellschaft braucht. Und ich finde, deswegen ist das Schockierende, das Ungeheuerliche des Grundeinkommens deine Stärke. Ich habe vor kurzem eine Veranstaltung zum Thema Grundeinkommen durchgeführt und wir haben ganz bewusst am Anfang gesagt, bevor es von oben lange Vorträge gibt, soll einfach mal jeder den Satz vollenden zur Zeit, bin ich, mache ich, tue ich, mit Grundeinkommen könnte ich. Und es war so toll zu sehen, wie allein das Nachdenken über das Grundeinkommen die Leute ermutigt hat, Wehrhaftigkeit gestärkt hat. Und genau darum geht es. Wir müssen in den Auseinandersetzungen, die es gibt, wehrhafter werden. Und beim Grundeinkommen ist es so, es beflügelt schon, dass wir darüber reden, beflügelt uns. Widerstände gegen das Grundeinkommen in allen im Bundestag vertretenen Parteien. Aber da brauchen wir uns auch nichts vormachen, auch innerhalb der Gesellschaft. Und ich glaube, ein ganz zentraler Widerstand ist ein Irrtum. Und zwar der Irrtum, nur Erwerbsarbeit wäre Leistung an der Gesellschaft. Und ich finde, hinter diese Gleichung, nur Erwerbsarbeit ist gleich Leistung, müssen wir ein großes, fettes Fragezeichen setzen. Erwerbsarbeit organisieren. Wenn man abends seinem Kind eine gute Nachtgeschichte erzählt, da will doch niemand nebenbei eine Stechuhr stehen haben, damit er das als eine Stunde abrechnen kann. Das arme Kind muss dann eine Stunde noch wach bleiben, damit man das auch abrechnen kann. Oder wir wollen doch nicht das Demonstrieren wie heute als Erwerbsarbeit organisieren. Im Gegenzug muss man sagen, es gibt so manche Erwerbsarbeit, die nicht Nutzen für die Gesellschaft bringt, sondern Schaden. Ich finde zum Beispiel die Ministerialbeamten, die die Hartz-IV-Gesetze geschrieben haben, die haben wahrlich in der Gesellschaft nichts geleistet. Wir alle kennen 1000 gute Gründe für das Grundeinkommen. Ich will nur zwei nennen. Zum einen, niemand von uns hat bisher eine perfekte Grundeinkommensgesellschaft erlebt. Aber wir können inzwischen nachweisen, was passiert, wenn das Gegenteil vom Grundeinkommen existiert, nämlich Hartz IV. In allen vier Kriterien ist Hartz IV genau das Gegenteil vom Grundeinkommen. Und im Zuge von Hartz IV hat die Bereitschaft zugenommen, Dumpinglöhne zu akzeptieren, unbezahlt Überstunden zu machen. Und deswegen sage ich, diese Logik gehört vom Kopf auf die Füße gestellt. Und deswegen wollen wir das Gegenteil von Hartz IV. Und deswegen streite ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen, gemeinsam mit der BRG Grundeinkommen in und bei der Linken. Deswegen sehr bemerkenswert, was mal ein Teilnehmer bei einem Grundeinkommenskongress gesagt hat. Manche, zum Beispiel die Gewerkschaften, wissen bloß noch nicht, dass sie die natürlichen Verbündeten des Grundeinkommens sind. Ich komme zum Schluss. In der Tat, bisher gibt es keine im Bundestag vertretene Partei, die 100% für ein Grundeinkommen ist. Aber ich bin sehr froh, dass inzwischen in meiner Partei gemeinsamer Konsens ist, zu sagen, wir wollen die Hartz-IV-Sanktionen abschaffen. Und das ist ein ganz wichtiges Mittel, um wirklich in das Zentrum des Repressions- und Sanktionssystems von Hartz IV zu gehen. Und ich finde, auch die Grundeinkommensbewegung sollte alle Abgeordneten darauf zu verpflichten, nein zu den Hartz-IV-Sanktionen zu sagen.
als Sozialpolitik. Denn Abgeordnete bekommen eine staatliche Diät dafür, dass sie sich politisch einmischen. Und auch wenn ich Abgeordnete bin, sage ich, die Demokratie käme vor die Hunde, wenn sie nur den Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern überlassen wird. Damit sich jeder und jede immer und jederzeit einmischen kann, braucht es ein Mindestmaß an materieller Abgesichertheit. Man muss einen Internetzugang haben, man muss zu so einer Demo wie hier fahren können. Und deswegen sage ich, ein Grundeinkommen für alle, das ist am Ende nichts weiter als Diätenleid für alle. Und das ist die Vollendung der demokratischen Ideen. Dafür steht das Grundeinkommen. Danke. Danke schön.